Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession hier auf meinem Kanal und mit dem Spiel Alex. Yo, wir sind hier nach wie vor in Goliath, die Hauptstadt der Berserker, und haben mit dem Typen hier gequatscht zum Schluss, denn ja, die eine Frau da, ne, die braucht Hilfe. Und ja, wie immer rotzen sie durch die Gegend. Das ist so ekelig. Aber naja. Ich muss noch kurz schauen. Ich glaube, wir waren noch nicht fertig mit ihm. Genau, die Cinder braucht nämlich Hilfe. Und das werden wir ihm auch gleich schonend beibringen. Cinder braucht eure Hilfe. Der Hammer-Clan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Tja, die weigern sich. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Jupp. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Es gibt auch noch genug von ihnen. Das sind mir vielleicht Feiglinge. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Okay. Ist das nicht gegen das Gesetz? Da steht eine Wache, ich komme da nicht hinein. Jo. Da steht eine Wache, ich komme da nicht hinein. Na dann lass dir was einfallen. Bist doch nicht blöd. Ja, spring von oben hinein, finde einen Weg außen herum oder lock ihn weg. Du kriegst das schon hin. Danke für dein Vertrauen. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Na endlich. So, die Frage ist nur was. Ich wollte das Ganze eigentlich aufbewahren für die Magiegeschichte, ne? Aber ich fürchte, wenn ich gar nichts mache. Ich meine, wir haben nicht einmal die Gerissenheit und die Geschicklichkeit, ne? Ich kann da schon lernen, was probieren, wenn ich nichts kann. Ja, na, passt schon. Ich danke dir. Ja. Das ist doof. Ich wollte nämlich so viele Fähigkeiten, also Lernpunkte, also ihr wisst schon, ne, diese Dinger da, aufbewahren für die Magiegeschichte. Weil ich möchte ja Magier werden und mit Hex-Hex alle weghexen. Die Gegner. Könnte aber etwas problematisch werden, da wir ja am Anfang wahrscheinlich gar nicht so leicht und so schnell Magier werden können, denn ihr wisst ja, das Oberhaupt hier, der eigentliche Magierchef hier, da, ne, ist ja auf Reisen. Jo. Na gut, der Typ will was, wir müssen zum Schlund. Da gibt es aber, glaube ich, kein Board hin, ne? Da müssen wir hatschen. Aber wenn wir schon mal da sind. Das ist Cinder, ne? Mhm. Warte, wer war der andere Typi? Stimmen, bla bla bla, sein Name, bla bla bla. Aha, das waren das, genau. Ja, die Quest machen wir dabei nicht, der bringt uns um. Warte, wo waren das jetzt? Ein neuer Deal. Ach, das war's. Ja, wir könnten uns natürlich... Wir könnten uns... Bin ich jetzt verkehrt? Warte, ich habe jetzt einen Blödsinn gemacht, ne? Na, passt schon, ist schon markiert. Freilich gehen wir zum Chef, oder? Gehen wir auch mit Ragnar. Mal schauen, was er meint. Dab, 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 dab. Weil ich glaube, es ist nicht so schlau, den Chef dabei außer Acht zu lassen. Hallo, Herr Chef. So. Ich komme von Cinder. Ich komme von Cinder. Und warum kommt sie nicht selbst? Ist auch egal. Was will sie? Sie braucht neue Leute, die die neuen Lieferungen aus dem Wald bringen. Ist das nicht der Job des Eisenclans? Ach, ich will es gar nicht wissen. Die Nebelkrähen haben jedenfalls keine Krieger, die sie entbehren können. Versuch es beim Hammer-Clan. Warlord Cormac ist dafür dein Mann.
Okay, das, ja, toll. Den Weg hätten wir uns jetzt sparen können. Naja, wie gesagt, wir wollen ihn ja nicht unwissend sterben lassen, stehen lassen. Dumm sterben lassen. So, jetzt habe ich's. Na gut, gut. Hammer, Hammer. Da müssen wir jetzt hier rein. Das war der Schlund da drüben, ne? Warum ist jetzt die Markierung weg? Energie. Ah, deshalb. Okay. Dann markieren wir den da. Der war jetzt hier da unten drunten, ne? Da drüben, ja genau da. Gut, dann bohren wir uns mal ein Stück. Weil es so lustig ist. Hurra! Und dann rennen wir halt wieder. Da, weil wir das so gut können. Servus. Na, was einfallen lassen. Na super, ich und mir was einfallen lassen. Ich meine, Bier und so hätten wir ja. Vielleicht können wir ihn niederwassern. Niedersaufen. Keine Ahnung. Dann muss er schlafen gehen und dann können wir durch. Servus. Verschwinde von hier. Gesichtsloser Mann. Du hast hier nichts verloren. Ah, jetzt. Was ist das hier? Was ist das hier? Das hier ist der Schlund. Hier bringen wir alle Maschinen hin, aus denen wir das Elex extrahiert haben. Aber auch sämtliche andere Technik, die in Goliath verboten ist, wird hierher gebracht. Und jetzt verschwinde. Mist. Kann man hier vielleicht doch außenrum irgendwie... vielleicht. Boah. Aber ich bin mir recht sicher, dass ich das nicht überlebe. Mit Jetpack vielleicht. Weißt du was, ich speichere kurz. Wir beginnen gleich wieder von vorn. Mit den Speicherplätzen. So. Ja, bitte. So. Sehr gut. Und dann probieren wir halt mal, ne? Alter. Boah, nicht so viel. Halt, halt, halt! Boah, boah. Ja, das war gewollt. Das war pure Absicht. Alter, ich hab auch die sterb jetzt. Oh. So, kann man hier irgendwie rauf? Ich kann mir von mir in die Bergziege. Tatsächlich. Können wir auch schleichen, weil ich glaube, der hört mich sonst. Oder auch nicht. Cool. Da steht ein altes Auto. Super. Aha. Das sind komische Geräusche. Analyse. Systemfehler. Was? Daten senden. Negativ. Ach du, hallo. Na, wie geht's dir? Johnny. Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse, Absturz, Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Oh, wir sind Überlebenskünstler. Sehr gut. Gut zu wissen, dass wir es beide geschafft haben. 8% also. Tja, dann hast du mich hier ziemlich schnell aufgegeben. Tja, eigentlich müsste ich das untere sagen, ja. 8% also. Tja, dann hast du mich ja ziemlich schnell aufgegeben. Neuberechnung. Überlebenswahrscheinlichkeit? Keine Abweichung erkannt. Schon gut, lassen wir das. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Hm.
Ist offenbar etwas komplizierter. Na toll. Statusbericht über unsere letzte, über unsere letzten Missionsziele. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Machen wir das obere, ich denke, oder? Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel, Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel, Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel, Edan nach Schwachstellen in der Berserkerabwehr auszukundschaften. Gescheitert. Großartig. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Der sollte mal so ein Modul für Witze und so, ne? Für Sarkasmus eingepflanzt bekommen. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Ja, genau. Warum hast du dich von der Abschlussstelle entfernt? Mal das obere. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Warte, ich bin noch nicht fertig mit dir. Wie steht es eigentlich um deine letzten Aufzeichnungen vor unserem Absturz in den Bergen? Wie steht es eigentlich um deine letzten Aufzeichnungen vor unserem Absturz in den Bergen? Analyse. Gleiter war im direkten Anflug auf primäres Missionsziel. Ursache des entstandenen Schadens durch Beschuss aus Bodennähe. Ausweichmanöver war nicht möglich. Woher genau kam der Beschuss? Analyse. Keine positive Identifizierung möglich. Es gab keine Anzeichen von Magie. Möglicherweise Outlaws, Kleriker oder Alps verantwortlich. Aha. Du meinst, es könnten auch Kleriker gewesen sein, die uns beschossen haben? Ja, die haben ja solches Zeugs, ne? Du meinst, es könnten auch die Kleriker gewesen sein, die uns beschossen haben? Analyse. Flug war über Berserkergebiet. Kleriker hatten wenig Grund, das primäre Missionsziel zu schützen. Berechnungen ergeben geringe Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Kleriker. Waren die Outlaws eventuell für den Beschuss verantwortlich? Analyse. Fähigkeiten und Verhalten der Outlaws schwer berechenbar. Keine Wahrscheinlichkeitsangabe möglich. Aha. Und die Alps? Auch Alps? Was genau meinst du damit? Analyse. Mögliche Hinweise, dass eine Elex-betriebene Waffe verwendet wurde. Alps verwenden Elex-angetriebene Waffen. Warum sollten unsere eigenen Leute auf uns schießen? Motiv für Beschuss unbekannt. Analyse basiert auf Berechnung nach möglicher Art der Waffe. Keine exakte Identifikation des Angreifers möglich. Was ist mit den Berserkern? Sie hätten zumindest ein Motiv für den Beschuss gehabt. Was ist mit den Berserkern? Sie hätten zumindest ein Motiv für den Beschuss gehabt. Analyse. Der Beschuss hatte keinen magischen Ursprung. Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Berserker sehr gering. Das heißt irgendwie alles und auch nichts. Ja, wir sind gleich schlau wie vorher. Warum hast du dich von der Absturzstelle entfernt? Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders. Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu vollenden oder zurück zur Basis zu gelangen. Systemfehler. Dann wirst du auch nicht viel von meiner Exekution mitbekommen haben, oder? Analyse. Negativ. Exekution sind Standardverfahren der Alps bei gescheiterten Missionen. Versagen wird nicht geduldet. Es schwächt das Kollektiv und ist wieder der Direktive. Ist mir bekannt.
Exekutionen enden aber üblicherweise mit dem Tod des Delinquenten. Ja, ich schätze, ich hatte wohl noch einmal Glück. Das kann man so sagen. Mach's gut, Freund. Hoffentlich kriegt der davor jetzt keinen Anfall, wenn das so ein Ding durchfliegt. Na, das scheint ihm wurscht zu sein. Naja, vielleicht hat er gerade Tomaten auf den Augen. So, was haben wir denn hier? Fällt es unter Diebstahl? Warte mal kurz. Ich werde mal speichern. Das ist nämlich speicherungswürdig. So. Jetzt schauen wir mal. Noch schimpft keiner. Klettern. Jawohl. Braucht man nicht so wirklich. Was haben wir da? Elixit. Jawohl. Nehmen wir auch mit. Ich glaube nicht, dass sie hier Inventur machen werden, oder? Dass sie draufkommen, dass hier was fehlt. So, die Drohnenkontrolle nehmen wir auch mit. Antitoxin. Bewegungssensor. Da haben wir ihn ja schon. Dann Schwefelbrocken. Müllkübel. Aha, Presslufthammer. Was haben wir noch? Elixit, Antitoxin. Halt, war da was? Nur klettern. Okay. Raparam, dadaram, dadaram. Noch ein Elixit. Da ist sonst, glaube ich, nichts mehr, ne? Schaut zumindest danach aus. Okay, Antitoxin war noch. Was ist hier? Ach so, eine Schwefelader. Oh! Nee, echt? Psst, nicht so laut, ey. Das da drüben könnte uns hören. Ach so. Ja, Gott sei Dank haben wir den Presslufthammer gefunden, ne? Jetzt können wir Erze abbauen. Zu der einen Höhle müsste ich dann nochmal. In Goliath, ne? So, hier gibt's sonst. Ich schaue nur kurz, ob es hier noch sonst Erze irgendwo gibt. Aber schaut eh nicht danach aus. Die fliegen. Hier rüben. Irgendwas Auffälliges. No, glaub nicht. Passt. Super. Dann haben wir das schon mal. Kann ich da drüben noch rauf? Das habe ich nicht angeschaut. Vielleicht ist da oben noch was von Wert. Hui. So. Okay, da ist auch nur Schrott, ne? Und ein Baum, damit ich ja nichts sehen kann. Warum? Ich will da hoch. Oh. Danke. Ich mag das Jetpack. Na, da ist gar nichts. Okay. Oder? Warte, was war da? Klettern, ne? Ja, ja, klettern. Okay. Dann würde ich sagen, wir hauen einfach wieder ab. Und zwar sofort. Was haben wir da? Achso. Ey, super, das wird uns hier auf der Karte angezeigt. Das ist schön. Das ist super. Die Lehrer gleich mit angezeigt. Das ist echt praktisch. So. Und weiter geht's. Hüpf. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Servus. Boah, jetzt sind wir so weit drauf, ne? Geht das Ganze ein bisschen schneller? Ich glaub fast nicht dran. Tap, tap, tap. Ich renne immer verkehrt. Entschuldigung. Maruk. Ich weiß nicht, warum ich immer darüber will. Keine Ahnung. Ich muss ja da hoch. Und der Part ist auch schon zu Ende. Meine Güte, jetzt quatscht man da ein bisschen mit jemandem und der Part ist schon wieder aus. Tap, 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 tap. Servus, grüß euch. Schönen Tag. Tap, 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 tap. So, ein Stückchen noch. Ah, da oben können wir zurück das Jetpack schon benutzen. Tap, 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 tap. Servus.
Hüpf. So. Theoretisch müsste es schon gehen, ne? Naja, bringen tut es halt nichts. Ja, ich habe die falsche Stelle genutzt, ne? Da drüben sind wir, sonst immer rauskommen. Hui! Ah, worin ich hin? Wie ich zum Chef will, ne? Ich Pfosten. Da muss ich hin. Da ist er irgendwo. Normalerweise. Ich hoffe, dass er da drinnen ist. Hallo. Da ist so finster. Da sitzt er. Hallo, Cormac. Wir haben den Bewegungssensor für dich. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Mhm. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Cinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammer-Clans zählen. Das ist schön. Ist das die Synchronstimme von Lee? Von Gothic? Ich glaube, oder? Ah, so ein cooler Typ auch. Bring mir was bei. Braucht man nicht unbedingt. Wie gesagt, ich will es noch eisern sparen. Ich will Magic. Viel Magic. Magie. So. Passt. Das hätten wir geschafft. Die Quest abgeschlossen und wir können dann im nächsten Part zu Cinder schweben mit dem Jetpack. Jawohl. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!